Ich heiße euch herzlich willkommen bei einem neuen Review-Video auf meinem Kanal Gaming Inspection. Heute werden wir uns den Bus Simulator 21 Next Stop anschauen. Genauer gesagt die School Bus Extension DLC, welche am 30. August veröffentlicht wurde. Worauf genau ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr wie immer in dem aktuellen Video. Wenn ihr auch zukünftig aktuelle Reviews nicht verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und ein Like dalassen. Mit dem School Bus Extension DLC hat der Bus Simulator 21 wieder neue Inhalte erhalten, welche amerikanische Schulbusse in das Spiel integrieren. Hierbei stehen den Spielern vier neue Schulbusse zur Verfügung, dem All-American FE, All-American RE, Vision und SAF T-Liner C2. Die ersten beiden Modelle unterscheiden sich kaum bis auf die Anschaffungskosten sowie Wartung und Gehälter. Die beiden weiteren Modelle Vision und SAF T-Liner C2 hingegen heben sich bereits optisch von den anderen Schulbussen etwas ab. Dafür bieten diese aber mit 47 Sitzplätzen weniger Plätze. Dafür sind diese bei der Anschaffung mit rund 200.000 etwas teurer, dafür in Sachen Wartung und Gehälter wiederum günstiger. Warum sich die Gehälterkosten bei den letzten beiden Modellen doch deutlich unterscheiden, bleibt erstmal fraglich. Wie im Bus Simulator 21 selber können wir auch im School Bus Extension DLC unsere Busse nach Belieben umlackieren oder mit Bildern, Textzügen oder Werbung bekleben. Selbst die Innenausstattung der Sitze kann auf eigenen Wunsch optisch angepasst werden. Diese Optionsmöglichkeit ist zwar ganz nett, nimmt dem Bussen allerdings auch den USA-Schulbus-Flair. Denn bekannterweise sind gerade die markanten gelben Busse der Standard für den Schultransport und nehmen dem Spiel etwas Realismus heraus. Insbesondere weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein anders gebrandetes Fahrzeug zum Schülertransport dort eingesetzt werden kann. Nach der Wahl des Fahrzeuges werden wir uns dann um die eigentliche Routenplanung kümmern dürfen. Es stehen mehrere Schulen zur Auswahl, welche wir als Ziel anfahren können, und werden daraufhin unsere Routen eigens planen können. Hierbei wird uns auch pro Haltestelle genau angezeigt, wie viele Kinder wir aufnehmen müssen, sodass wir die Route nach der entsprechenden Kapazität des Busses aufbauen können. Wenn die Route einmal steht, werden wir die Touren für vormittags sowie nachmittags einstellen können, denn die Kinder müssen nicht nur zur Schule gebracht, sondern auch abgeholt werden. Dies funktioniert auch spielerfreundlich einfach, sodass die Buszuweisung den Abschluss jeder Planung finden wird. Die Zeiten werden wir nicht einstellen können, sondern werden von den jeweiligen Schulen vorgeschrieben. Allein nicht die Ankunftszeiten können wir etwas nach vorne, aber nicht nach hinten verschieben. Vom spielerischen Aspekt her betrachtet, wird sich auch der School Bus Extension DLC nicht anders anfühlen als unsere bisherigen Fahrten. Via Navigationssystem wird unsere Route angezeigt, sodass wir genau wissen, wo sich unsere nächste Haltestelle befinden wird. Der Unterschied wird jedoch bei den Haltestellen sichtbar. Denn wir werden nicht nur unsere Türen für die kleinen Fahrgäste öffnen müssen, sondern sollten auch für die notwendige Sicherheit unserer Fahrgäste sorgen. Dies schaffen wir zum einen mit einem ausfahrbaren Stoppschild, welches sich auf der linken Seite unserer Schulbusse befindet. Ist dieses ausgefahren, wird der nachfolgende Verkehr uns nicht mehr überholen. Des Weiteren wird es eine Stange geben, die vorne am Bus befestigt ist. Diese müssen wir ausfahren, um aussteigende Kinder davon abzuhalten, direkt aus dem Bus zu stürmen und die Straße zu überqueren. An dieser Stelle begeistert mich erneut die Detailverliebtheit der Entwickler, welche wirklich auf jede Kleinigkeit der Simulation geachtet haben, welche in der Realität genutzt werden. Zumindest stelle ich mir das an der Stelle so vor, da ich noch keinen Schulbus in den USA verfolgt habe. Was bei der Fahrt der einzelnen Routen etwas komisch vorkam, war, dass jede Haltestelle bei der Fahrt zur Schule angefahren werden musste. Egal ob Kinder dort auf den Bus warten oder nicht. Macht man dies nicht, erhält man Minuspunkte. Während unserer Fahrten wurden auch bekannte Aspekte des klassischen Bus-Simulator 21 übernommen. So kommt es vor, dass Kinder zu laut Musik hören, was vielleicht andere Kinder stören könnte. Das Problem lösen wir natürlich eigenständig, indem wir unseren bequemen Fahrersitz verlassen und das entsprechende Kind auf sein Fehlverhalten hinweisen. Auch kann es vorkommen, dass Kinder Wertgegenstände im Bus vergessen haben. Hierbei müssen wir die einzelnen Sitzplätze absuchen, um den vermissten Gegenstand zu finden. Zusammenfassend ergänzt der School Bus Extension DLC sehr schön die bisherigen Inhalte vom Bus Simulator 21 und rundet das Gameplay etwas ab. Zur bereits amerikanischen Idylle passen die Schulbusse wie die Faust aufs Auge und es ist eigentlich schon fraglich, warum dieses DLC nicht schon vor dem Weg in das Spiel gefunden hat. Zum Preis von rund 12,99 € bekommt der Spieler auch einiges geboten, was vor allem die Herzen von eingefleischten Bus-Simulator-Fans aufleben lassen sollte. Ich hoffe, dass euch das kurze Vorstellungsvideo zum School Bus Extension DLC vom Bus-Simulator 21 gefallen hat. Mich würden auch vor allem eure Meinung zum Spiel interessieren, die ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen könnt. Wenn du auch in Zukunft Lust auf mehr kurzer Reviews oder Previews hast, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.